Willkommen zu einer Runde Blasphemous. Because it is my guilt, I claim your grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shape my guilt once again. Wundert euch nicht über die Grafik. Viele könnten denken, das ist ein altes Spiel aus der Retro-Szene. Ist aber ein aktuelles Spiel. Und ist extra so pixelig hergestellt worden. Oder umgesetzt worden, genau. So ist es, glaube ich, richtig. Hat auf jeden Fall gute Bewertung bekommen, auch bei 4 Players. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Repentance, mourning, ich kann mir da persönlich noch nichts drunter vorstellen. Were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace. Sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Selbst das Scrollen da unten ruckelt so teilweise ein bisschen. So wie in alten Zeiten. Aber man sagt, der Spielspaß steht über Grafik. Deswegen bin ich mal gespannt. So, drückt LB, um einen eurer Gallenflaschen zu leeren, um so eure Lebenskraft wieder aufzufüllen. Die Flaschen werden frisch befüllt, indem ihr an einen Bettpult niederkniet. Findet leere Flaschen, um die maximale Menge zu erhöhen, die ihr tragen könnt. Okay. So, hier kann man springen. Hier kann man schlagen. Dann gehen wir doch mal hier lang und schauen, was auf uns so zukommt. Also die Grafik ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, ist halt ein Independent-Titel, wurde extra so gemacht. Warum auch nicht, ist wirklich mal gewagt. Ich meine, ich habe es mir gekauft. Das will ja schon was heißen. So, hier müssen wir wahrscheinlich runter. Das heißt, auch für mich ist das hier ein Experiment. Festzustellen, dass das Spiel wirklich gut oder schlecht ist. Ah, okay. Funktioniert wie in alten Zeiten. Nach unten drücken. So, RT. Kann man rutschen. Ja, auch die ganzen Moves und so wie in den alten Jump'n'Run von früher. Also denn hier? Ja. So, drückt Y, um ein Bettpult niederzuknien, euer Spiel zu speichern und eure Gesundheit und eure Flaschen wieder aufzufüllen. Sterbt ihr hier, wird das Spiel zur letzten Bettpult, das ihr aufsucht habt, neu gestartet. Okay. Also das ist jetzt hier unser Checkpoint. Super. Das war ja noch gar nicht so schwer. Oh, ein Schattenwesen. Hui.
Oh, da sind wir schon platt gewesen, okay. Ja, fürs erste Experiment nicht schlecht. Aber mal eine Frage, ist das für euch hier noch Super Nintendo-Grafik? Schreibt es mal in die Kommentare, oder ist das noch schlechter? Ich finde es schon bemerkenswert irgendwie. So. Das heißt auch hier wie in alten Zeiten. Bisschen aufpassen, wenn man drauf prügelt. Ein bisschen ausweichen wahrscheinlich. Wobei ich das gar nicht so einfach finde mit dem Ausweichen. Von hinten nochmal welche verpasst. Schon wieder platt. Also der Schwierigkeitsgrad, der ist echt heftig, muss ich sagen. So, ich will mal gucken. Habe ich denn Tränke? Weil die kann ich dann ja beim Endgegner auch mal anwenden. Finde ich eigentlich krass, dass man gleich mit so einem großen Gegner anfängt. Bevor man sich erstmal so durch den Level und so kämpft. Ich denke mal, springen bringt immer viel. Und zwar habe ich mal einen Trank genommen. Oh, hüpf, hüpf. Ich habe keinen Trank mehr. Und wieder platt. Also das ist ja ein Ding. Also da komme ich ja gar nicht drauf klar. Entweder ist das immer noch die Grafik, wo ich denke so, was spielst du hier? Was machst du hier? Aber okay, man hat so eine Spiele auch lange nicht mehr gespielt, also. Aber das Ausweichen. Aber gerade wenn man am ersten Gegner ist und da schon scheitert, das finde ich schon sehr krass. Springen wir nochmal. Ey, wir haben es geschafft. Wow. Aber ich muss sagen, es ist echt schwer. Also man muss sehr geschickt sein. Muss im richtigen Moment ausweichen. Das ist eigentlich, ja, gar nicht so richtig meins, muss ich sagen. Also, ne, vielleicht entwickelt sich das ja noch. So, Schuldfragment gefunden. Ja, man sollte wirklich so ein Spiel nicht daran ausmachen, was für eine Grafik hat, sondern für einen Spielspaß, aber also bis jetzt bin ich noch nicht ganz so gefesselt, muss ich ehrlich sagen. Schlüssel zur Kammer des ältesten Bruders benötigt, an die Tür zu öffnen. Okay. So, wir drücken. Achso, L nach oben. Okay.
Also, wenn ich das sehe, da ist ein L, das zeigt nach oben. Plus X. So. Jetzt kann ich den linken Steuerknüppel reindrücken und X drücken. Dann macht er das, als wenn ich nur X drücke. Nö. Drücke ich nach oben, drücke X, passiert nichts. Drücke ich LT, sieht auch nichts. So, was ist hiermit? Sieht auch nichts. Okay. Das war ja mal ein Rätsel, warum das eben nicht funktioniert hat. Okay. Regretful be the heart, penitent one. I am Deogra. Ich glaube, ich nenne das Ganze ja auch nur angespielt. Zumal. Also wie gesagt, es ist irgendwie nicht meins. It is a remote, even a wise penitent like me. However, one of them, another, and the last one, take the if having that will. Ein Dorn hat man erlangt, okay. Even a wise penitent like me. Knows nothing of what lies beyond those eyeballs. However, sorrowful. Man hat auch keine richtige Lust, even a wise penitent like me, die Geschichte irgendwie zu lesen. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain a sorrowful be the heart. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Schlüssel zur Kammer der ältesten Bruder benötigt, um diese Tür zu öffnen. Okay. Ich komme ja auch rechts an dem Typen vorbei. Ja, sieht so aus. So, hier können wir den Schrein aktivieren für eine Art Checkpoint. Der Vogel, den können wir irgendwie gar nichts anhaben. So, drückt RB für parieren. Hilft dieses Manöver, könnt ihr schwache Angriffe kontern und schwere Hiebe umlenken. Okay. Probieren wir das mal. Oh, ich hau lieber mit Schwert zu. Mit meiner Energie aus. Die wirkt noch ziemlich normal. Erlangt vertikale Gotteswesen. Mhm. Die da im Sumpf rumkriechen sehen auch. Sind auch ein bisschen nervig. Nicht lecker.
Eigentlich soll mit RB hier abwehren können. Ja, hat funktioniert. Aber ich finde, die schnell platt zu hauen, macht, glaube ich, mehr Sinn. So, wir nehmen mal einen Energietrank. Der da drin, so ein kleiner Engel. Binder des Mondlichts. Ihr findet sie an Custio. Ne, was steht da? Custovia in Käfige gesperrt. Ihr könnt sie mit jeder euch zur verfügenden Technik befreien. Okay. No. Auf die Mütze. Genau, Energie immer ganz wichtig bei dem Game hier. Weil man verliert davon echt eine Menge. There is no answer to our plea. The miracle has forsaken us. And my ornate throne turns its back on those. So, drückt, um eure Karte zu öffnen. Ach, eine Karte gibt's auch. Das ist mal eine flache Karte. Mhm. So, hier können wir den Schrein wieder aktivieren. Übrigens, dass das mit dem X-Roy nicht geklappt hat, lag nicht an dem Spiel, sondern an meiner eigenen Doofheit. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Rüstet Rosenkranzperlen für euren Rosenkranz aus, um die Eigenschaften des Büßers zu verbessern. Findet zusätzliche Knoten und die Anzahl der ausrüstbaren Rosenkranzperlen zu erhöhen. Können wir hier irgendwas machen? Nö. Laufen wir mal weiter. Haut aber gleich mit der Statue. Heftig. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass die befreien kann und nicht, dass die töte. Irgendwelche Ghouls. So, das wäre nicht clever, hier lang zu laufen, ne? Alter, die hauen aber echt gut zu. Tja, das war's schon wieder. Okay, dann geht's mal wieder weiter.
einer aus dem Fenster. Weil es so verpixelt ist, ist schlecht zu sehen, aber man hat es erkannt. Also die Steuerung ist echt krass. Ah, okay, haben wir geschafft. Weil es heißt ja auch, man soll mit RB ganzen Schläge abwehren. Kleine Ghoul Family kriegt dann auf den Sack. Also ist echt von der Grafik eine Mischung aus. Also es ist. Könnte sogar Amiga-Grafik sein. Also. C64 ist es nicht, dafür ist es zu gut. Aber ich glaube, der Amiga, der hätte das auch hinbekommen. Warum man da so eine Grafik wählen muss, weiß ich nicht. Aber es, ja, muss ja für alles auch irgendwas geben. Vielleicht für irgendwelche Retro-Gamer. Da müsste ich nochmal genau nachlesen, warum das so ist. So, wir laufen jetzt hier unten mal lang. So, können wir hier noch mit denen reden? Sorrowful be the heart, penitent. Few remain. There are few of us who slip the predigen hier irgendwas. But if your penance have the will in the. So. Wir gehen einfach weiter. Ist wie gesagt einfach nur mal um anzutesten, weil ich die Dialoge interessieren mich nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen. Ist bei anderen Spielen ein bisschen anders. Aber ich denke mal, hier kommt man auch ohne Dialoge weiter. So, die ist zusammengebrochen unter ihrer Statue. Eine ganz schöne Kelle. So, die haben wir jetzt auch. Aber aufladen, Energie, ganz wichtig. Zack. So, warum wir die jetzt hier abschlachten und nicht retten können, das finde ich ein bisschen schade. Weil die Skelette können wir ja auch von der Wand hauen. Warum soll man jemand, der schon gefesselt da rumhängt, noch umbringen? Also ich meine, außer ihn vielleicht zu erlösen, aber... So weit waren wir beim letzten Mal auch noch nicht. So. Also ich finde, muss ich ehrlich sagen, dieses Ausweichen mit dem Wegspringen effektiver. Als da immer wieder versuchen zu blocken. So, hier kommen wir jetzt runter. Ich meine, so als Jump'n'Run mal so nebenbei ist das ganz nice. Also, wem es gefällt, muss halt nicht irgendwelche großen Mega-Handlungen hier durch vollziehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach. Also man muss schon ein bisschen nachdenken. Man kann nicht plump auf die Gegner rumhauen. Da haben die sich schon ein bisschen was bei gedacht. Seht ihr auch jetzt wieder, meine Energie ist schon wieder fast weg. Laufen wir hier mal lang. Ja, den fühle ich schon ein bisschen mehr, den Gegner hier.
Weil da habe ich das Gefühl, genau. Da kann man immer so. Und dann schnell irgendwie weg. Ja, habe ich mir das so gedacht. So. Ja, doch nicht. Also. zu früh gefreut. So, und dass wir jetzt hier wieder anfangen, finde ich aber auch krass, weil das. Ich war schon ein Riesenstück weiter. Das heißt, ich darf diese ganze Passion hier nochmal durchmachen. Oh, hier ist so ein Fenster. Das ist jetzt. Okay. Gehen wir mal weiter. Aber wie gesagt, Sprüche helfen mir da nicht weiter. Und da helfen mir Handlungen weiter. Wenn ich irgendwie an so einem Fenster stehe und drücke Y und ich bekomme dafür was dann. Würde ich mir das auch angeben, oder? So. Versteht mich nicht falsch, ich will es nicht schlecht reden. Es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt, keine Frage. Aber, also ich fühle das nicht zu 100%. Ich finde, die Zeiten für so eine Grafiken sind einfach auch vorbei. Man kann ja so ein Spiel so umsetzen, dass es richtig grafisch gut aussieht. Warum man das denn in so einer Engine macht, hätte ich vielleicht als Zusatzoption gemacht. Hätte ich gesagt, okay, pass auf, aktuelle Grafik. Und wer es gern Retro 16-Bit haben möchte oder so, der zockt das halt so. Okay, aber da ist ja für der Preis ja auch moderat. Könnte sein, dass es mir trotzdem irgendwann nochmal Spaß macht. Ja, nicht sagen, dass es da nicht so ist, aber ja, momentan fühle ich das nicht zu 100%. Das Ausweichen ist auch gar nicht so einfach. Wenn man es so macht, geht. Also man war ab und zu ein bisschen rutscht hier. Dann scheint es zu funktionieren. So, jetzt ist meine Energie schon wieder fast weg. Und ich bräuchte eigentlich Energie. Letztes Mal bin ich ja runtergegangen. Ich gehe jetzt mal hier oben lang. Wenn ich jetzt LB drücke, hört man auch, ne, dass ich eine leere Flasche habe. So. Aber was mir auch als Idee gekommen ist. Okay, das war natürlich wieder selten dämlich. Man muss ja auch nicht alle bekämpfen. Man kann ja auch über die auch über hinweg springen. Das ist so das, was ich jetzt als nächstes mal probiere. Dass ich gar nicht mehr alle irgendwie niederknüppel. Sondern bei manchen einfach auch, ja, einfach drüber hinwegspringe. Das muss ja auch eine Option sein. Ich meine, solange wir da weiterkommen, ist das ja kein Thema. Sei denn, wir müssen den Weg zurück, dann macht es natürlich wenig Sinn. Hier zum Beispiel, springen wir rüber und laufen einfach weiter. Oh bitte, geht doch. Ja, ich meine, warum sich gewaltsam mit denen auseinandersetzen? Ich meine, okay, die würde ich schon weghauen. Aber die extrem schweren Gegner haben, nö, warum? Dann hebe ich mir die Energie doch lieber für den Endgegner auf. So zum Beispiel einfach hier rüber. Wäre früher auch nicht anders gemacht. Das ist viel effektiver. Ist strategisch cleverer. So. Hier holen wir uns noch die Energiekugel.
So, hier gehen wir auch rüber. Zack. 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 Okay, wie gesagt, die machen wir mal platt, weil die ja hier gleich mit Stein werfen. So, und dann gehen wir weiter. Tja, jetzt gibt es hier mehrere Wege. Wir rennen einfach geradeaus. So, hier gehen wir auch wieder rüber hinweg. Jo. Den überspringen wir auch. Die kommen da zu dritt aus dem Boden und fragen, ob wir ein Problem haben. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall zweimal volle Energie. Der Balken ist fast voll. Und ich vermute mal, dass hier gleich wieder so ein riesen Gegner kommt. Es macht auf jeden Fall Sinn, in dem Spiel manche Gegner einfach zu überspringen. So, okay, ich... Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als mir das erzählen zu lassen, was er hier möchte. So, was sagt er denn? Weil die Tür geht ja nicht auf. Hier liegt die Tür, in deren Bronzenschlägen die Qual der von Hirabel Erwählten verewigt sind. Um die Kunstfertigkeit dieser Bilder zu ehren und zu heiligen, müssen sie geschmückt werden. Das Abbild der Heiligkeit wacht von oben, hoch oben über uns. Das Relief der Bronze entscheidet darüber, wer es wert ist, den prächtigen Bogen zu durchzuschreiten. Okay. Hier ist die Bronze. Oder? Nö. Nee. Ich habe gedacht, dass diese zwei Bronzestatuen hier stehen oder so, dass das die sind. Ja, dann gehen wir hier wieder zurück. Und gehen da woanders lang. Ich vermute mal, dass wir dann was einsammeln müssen. Wie gesagt, ich nenne die Serie... Ach, hier. So. Ich nenne die Serie auch... was ist eine Serie, aber... Die Aufnahme hier mal angespielt. Ja. Hauen wir uns jetzt doch mal mit dem so ein bisschen. Nö. Das ist einfach sinnlos. Zurück. Ja, man merkt schon, wenn man sich mit denen so ein bisschen am Beefen ist, dann verliert man einfach zu viel Energie. Das kann man sich eigentlich gar nicht erlauben. Gehen wir mal hier unten lang. Ist aber auch eine interessante Erkenntnis, dass man einfach weiterlaufen kann. Sister of mine, a cipher told to you. Someone who seeks the... No. I am ready. So, hier sind wir jetzt. Also ich bin bei dem Spiel echt zwiegespalten, muss ich euch ehrlich sagen. Es ist ja irgendwie, es hat hier irgendwas, aber es ist ja so ein bisschen Castlevania-mäßiges auch. Okay, den können wir wahrscheinlich schlecht überspringen. Weil der halt so einen riesen Stab da hat. Ach so. Ich dachte, den ist mir ein wohlgesonnener.
Hier können wir wieder raus. Hier muss man schon ein Timing haben. Kenne ich auch so von alten Spielen halt, ne? Aber hier sind wir ja abgehauen. Genau. Gehen jetzt einfach mal hier lang. Okay, das wird so nicht funktionieren. Weil den Mechanismus müssen wir von der anderen Seite lösen, damit wir da weiterkommen. Müssen wir mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Ja, aber Energie sieht schlecht aus, sage ich euch. Also ich bin gleich wieder hinweg. Gleich hinweg. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft. Fahren nochmal nach rechts, ob wir jetzt reinkommen. Aber er hat ja letztes Mal gesagt, wir müssen da irgendwas schmücken. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir irgendwas eingesammelt haben. Nö. Okay, wir laufen jetzt noch einmal zurück. Und gehen einen anderen Weg. Und wenn wir dann gestorben sind, dann beende ich die Aufgabe. Die Aufnahme. Kann gar nicht mehr sprechen. Und ja, dann bildet euch eine eigene Meinung. Weil wie gesagt, kann ja einzelnen gefallen. Ich fühle es halt, wie gesagt, nicht zu 100%, habe ich schon so oft jetzt gesagt. Aber okay, ist halt so. Ich muss nicht alles mögen. Bin ja ein großer Retro-Fan. Aber wenn, dann richtig Retro. Die alten Sachen, die alten Super Nintendo Sachen, alten C64, Amiga 500 Sachen, das sind Sachen, die finde ich richtig gut, weil die sind authentisch. Ja, alles andere, sage ich mir, was heute neu entwickelt wird, das muss so nicht mehr aussehen. Das ist einfach die Computer Engine zu schade zu. Zurück. Ja, ich will hier die Leiter runter. Das ist schon, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad ist schon nicht ohne. Ja nicht weiter. Ich denke auch, dass wir hier vielleicht das Zeitliche segnen werden. Sieht so aus, jedenfalls. Ja, das war's. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt einen ersten Eindruck gewonnen. Und ja, wer möchte, dass ich es weiterspielen soll, der mich damit ein bisschen quälen möchte, schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten hinterlasst einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme. In einem anderen Spiel.